Was ist ein Fernabsatzvertrag? Auch hier wieder das bekannte Problem, eine kurze Frage, die tückisch ist. Alle Fragen, die mit dem Hilfsverb ist daherkommen, sind tückisch. Was bedeutet Fernabsatzvertrag? Ist hier der bessere Ansatz. Oder Fernabsatzvertrag ist ein Vertrag bei dem. Ja, man muss irgendwie sich die Brücke bauen. Entweder man geht hier und sagt, was bedeutet Fernabsatzvertrag? Oder man greift das Wort hier auf und sagt, ein Vertrag der oder ein Vertrag bei dem. Ich gehe mal diesen Weg hier. Ein Vertrag bei dem die Vertragspartner jetzt könnte man fast schon das Wort hier auch noch da einbauen, bei dem die Vertragspartner distanziert bleiben, in der Ferne bleiben. Ja, ein Distanzabsatzvertrag wäre vielleicht sogar das bessere Wort. Ein Vertrag, bei dem die Vertragspartner distanziert, also voneinander entfernt bleiben. Ein Vertrag, bei dem die Vertragspartner distanziert bedeutet voneinander entfernt bleiben. Das heißt, die Vertragspartner begegnen sich nicht. Begegnen sich nicht. Die Vertragspartner begegnen sich nicht. Jetzt könnte man natürlich fragen, wie ist denn das möglich? Vertragspartner begegnen sich nicht? Ja, normalerweise schließt man doch einen Vertrag, nachdem man verhandelt hat und dann gibt man sich noch die Hand und sagt, schön, dass wir uns einigen konnten und so weiter. Findet hier alles nicht statt. Die Vertragspartner begegnen sich überhaupt nicht, sie bleiben auf Distanz. Der eine ist in der Stadt und der andere ist in der anderen Stadt. Der eine ist vielleicht sogar in einem anderen Land oder vielleicht sogar auf einem ganz anderen Kontinent auf unserem Planeten. Und jetzt ist die Frage, wie ist das möglich? Und das ist möglich über sogenannte Fernkommunikationsmittel. Ja, wenn Sie das vor, was weiß ich, 1000 Jahren erklärt hätten, gesagt, ein Fernabsatzvertrag ist ein Vertrag, bei dem die Vertragspartner auf Distanz bleiben, dann hätten die Menschen gesagt, das geht doch gar nicht, weil es die technische Entwicklung noch gar nicht gab zu dieser Zeit. Aber heute haben wir diverse Fernkommunikationsmittel, das Telefon, das Fax. Und vor allem die Online-Bestellung, also mit anderen Worten das Internet. Ja, das ist die technische Entwicklung Computer und dann die Vernetzung der Computer, die man Internet nennt. Das sind Fernkommunikationsmittel. Aber auch über Fax ist das möglich. Ich sende Ihnen mal das Fax, Sie unterschreiben das mit Datum, Unterschrift und senden es mir zurück. Dann haben Sie einen Fernabsatzvertrag. Ja. Also über diese Fernkommunikationsmittel hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ja, aber das sind Beispiele für Fernkommunikationsmittel und wir wissen nicht, was da noch so alles kommen wird. Über diese Fernkommunikationsmittel ist es möglich. Ja, das sind die Möglichkeiten, Beispiele für Möglichkeiten, die es erlaubt, Verträge zu schließen, obwohl die Vertragspartner sich nicht begegnen. Verträge aus der Distanz zu schließen. Und was ist jetzt die Folge? Die Folge der Distanz. Distanz, Folge. Welche Nachteile könnte man auch sagen? Was sind die Nachteile eines Fernabsatzvertrages? Die Vertragspartner bleiben auf Entfernung. Kein persönlicher Kontakt,
und vor allem aber auch Ware nicht greifbar. Nicht anfassbar. Wenn wir im Internet etwas bestellen, dann sehen wir auch die Ware nicht, sondern wir sehen Bilder von der Ware. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Ja, ein Bild von etwas ist nicht die Sache selber. Das heißt, die Sache selber können wir, weil wir auf Distanz sind, nicht anfassen, anders als im Geschäft. Ja, das Gegenteil vom Fernabsatzvertrag ist der Vertrag, den wir schließen, wenn wir in ein Geschäft gehen, einen Pullover aus dem Regal nehmen, in die Umkleidekabine gehen, den anziehen, also anfassen und sogar anziehen und dann sagen, jawohl, den will ich haben. Das ist das Gegenteil von einem Fernabsatzvertrag. Das alles geht nicht, weil die ganze Kommunikation über eben die genannten Fernkommunikationsmittel stattfindet. Und deswegen hat der Gesetzgeber gesagt, weil kein persönlicher Kontakt, man kann sich also auch keinen persönlichen Eindruck verschaffen von dem Verkäufer. Und vor allem, man kann die Ware nicht anfassen. Deswegen gibt es hier auch besondere Widerrufsrechte, die aber jetzt nicht mehr Gegenstand dieser Frage hier sind. Denn die Frage war ja, was ist ein Fernabsatzvertrag? Ja, also ein Vertrag, bei dem die Vertragspartner auf Distanz bleiben und nur über Fernkommunikationsmittel kommunizieren, was zur Folge hat, dass sie sich nicht persönlich begegnen. Man kann sich also keinen persönlichen Eindruck verschaffen voneinander und vor allem, man kann die Ware, um die es geht, nicht anfassen, nicht prüfen, nicht anprobieren, wie beim Pullover zum Beispiel, nicht testen. Okay, im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.